Sie wissen vielleicht, liebe Gemeinde, dass es bei den Tieren solche gibt, die, wenn man ihnen begegnet, einen angreifen können. Und dann gibt es die sogenannten Fluchttiere. Pferde zum Beispiel, wenn die in Gefahr geraten, dann rennen die weg. Oder ein Reh, das wird niemals aggressiv einen Menschen angreifen. Wir Menschen sind auch oft genug Fluchttiere. Wenn wir in unangenehme Situationen geraten, dann stellen wir uns dem nicht gerne, sondern dann fliehen wir. Eine ganz beliebte Fluchtmethode ist, dass man die Schuld bei anderen sucht. Man lässt nicht an sich heran, sondern irgendwie die Umstände oder andere waren eben schuld, dass es so ist, wie es ist. Und eine andere beliebte Fluchtmöglichkeit ist auch, dass man sich in die alten Zeiten hineinträumt. Ja, damals, da waren die Dinge noch in Ordnung. Ach, da hatten wir noch richtige Politiker, die haben die Dinge auch angegriffen, aber heute. Oder man flieht sich in ideale Verhältnisse. Nicht wahr, wenn es mit den eigenen Kindern Probleme gibt, man hat Auseinandersetzungen. Ach, war das schön, als sie noch klein waren. Oder, also wenn ich die angucke, wie die mit ihren Kindern fertig werden, was das für Musterexemplare werden, was die für eine Karriere hinlegen. Das sind alles Fluchttendenzen, die verhindern, dass wir uns der Situation stellen. Das war bei den Menschen schon zu allen Zeiten so. In unserer Geschichte heißt es ganz am Anfang, so fängt sie an, in diesen Tagen. In diesen Tagen hat sich das ereignet, was wir in der Schriftlesung gehört haben. Das war auch unser Predigttext. Was waren das für Tage? Die erste Gemeinde damals in Jerusalem wird beschrieben als eine ideale Gemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. Dieser Begriff stammt tatsächlich aus der Bibel. So wird er hier berichtet. Sie waren täglich einmütig beieinander. Sie haben das verkauft, was sie hatten, um sich gegenseitig auszuhelfen. Ideale Verhältnisse. Immer wieder hat man in der Kirchengeschichte zurückgeschaut auf diese ideale Zeit und hat gesagt, ach, wenn wir nur damals gelebt hätten, wenn es uns nur gelingen würde, wieder so zu leben wie damals. Oder die Nachbargemeinde, die kriegt das viel besser hin als wir. Man flüchtet sich in eine ideale Situation, um das, was einem jetzt begegnet, was einem aufgetragen ist, das Problem, das sich einem jetzt stellt, nicht lösen zu müssen. Ich war kürzlich 2 Tage in Münster, da habe ich studiert, Münster-Westfalen, nicht Stuttgart. Und dort haben sie in der Reformationszeit versucht, das Reich Gottes aufzurichten. Da gab es Leute, die waren so beseelt, dass sie gedacht haben, wir müssen die idealen Verhältnisse von damals wiederherstellen. Und sie haben die biblischen Gebote als Gesetze aufgestellt und haben in dieser Stadt Münster eine Schreckensherrschaft aufgerichtet. Unglaublich. Man hat die Anführer schließlich hingerichtet. Noch heute hängen am Turm von St. Lamberti die 3 Käfige, in denen die Leichname dieser Aufrührer aufgehängt wurden. Man wollte die idealen Verhältnisse, man wollte es genauso machen, wie es Gott gewollt hat, und man hat eine Schreckensherrschaft für die Menschen aufgerichtet. Nun geht es mir nicht darum, dass man sich gegen Kritik abschottet, ganz im Gegenteil. Dass wir nicht bequem sein sollen, sondern immer wieder fragen sollen, wie ist das eigentlich recht? Wie hat Jesus das gemeint? Wie sollen wir als Gemeinde leben? Das ist eine christliche Binsenweisheit. Aber andersherum eben auch ein Trost, dass Gemeinde Jesu zu allen Zeiten nie perfekt war. Dass es immer Herausforderungen gegeben hat und Probleme, denen man sich stellen musste. Und dass es nicht die Lösung ist zu sagen, ach, wären wir dort, oder hätten wir damals gelebt, sondern dass man das, was uns jetzt aufgetragen ist, anpackt. Das sehen wir an dieser Gemeinde in Jerusalem, die so ein Herz und eine Seele war und in der einfach eine bestimmte Gruppe übersehen wird, auch damals schon. Und sie muss sich dieser Situation stellen. Ein Murren kommt auf, so heißt es da. Gibt es das, dass man Leute einfach übersehen kann? Es sind bezeichnenderweise die Schwächsten der Schwächen,
der Schwachen, die hier übersehen werden, die griechischen Witwen in der Gemeinde. Es gab die Hebräer, die Leute, die in Jerusalem geboren und groß geworden sind, und es gab die griechischen Juden, die in der Gemeinde waren, die in der Diaspora, in den umliegenden Ländern geboren waren, auch Juden, aber eben nicht im Heiligen Land geboren und aufgewachsen. Die gehörten auch dazu. Und dass nun gerade diese griechischen Witwen übersehen werden, ist ja irgendwie bezeichnend. Sie haben selber keine Stimme. Sie sind die Schwächsten der Schwachen. Die kann man immer am leichtesten übersehen, weil die sich nicht wehren können. Vielleicht hat man es gar nicht absichtlich gemacht. Wahrscheinlich hat man es gar nicht absichtlich gemacht. Das läuft ganz unterbewusst ab. Aber prüfen Sie sich selber einmal, welche Stimme man leicht überhört. Von jemand, der schwach ist, der nicht in den Medien präsent ist, der keine Macht hinter sich hat, das kann man leicht wegtun. Die Witwen werden übersehen. Ein Murren kommt auf. Und das ist nun das Großartige. Da können wir schon ein bisschen schwärmen davon, dass die Gemeindeleitung in Jerusalem das nicht einfach beiseite schiebt und sagt, wenn die das nicht klar formulieren können, wenn die nicht sagen können, was ihnen nicht passt, dann wollen wir die gar nicht anhören. Die Gemeindeleitung nimmt das ernst. Wenn da ein Murren ist, dann muss auch irgendein Grund dahinter stecken. Sie haben auch keine Angst, dass wenn Sie dieses Thema aufgreifen, wenn Sie das Problem ansprechen, der gute Ruf der Gemeinde ruiniert wird und das ideale Bild zerstört wird. Sie greifen das auf, was da ist, weil offensichtlich etwas nicht stimmt. Sie sprechen das Problem in großer Klarheit an. Man beruft eine Gemeindeversammlung ein und sucht nach einer guten Lösung. Das Problem wird diskutiert und dann wird eine Lösung abgestimmt. Alle müssen zustimmen. Die Apostel sagen, schaut euch um nach geeigneten Leuten. Es werden also alle mit einbezogen. Das ist alles ganz klar und vernünftig und logisch nachvollziehbar. Wenn wir nächste Woche wieder die Woche drauf wieder im Kirchengemeinderat tagen, dann machen wir eigentlich genau dasselbe. Wir schauen, wo es in der Gemeinde Dinge gibt, die wir aufgreifen müssen, Sachen, die besser zu machen sind. Wir diskutieren die, wir suchen nach einer Mehrheit, Argumente werden ausgetauscht und schließlich wird abgestimmt. Da geht es viel um Absprachen, Diskussionen und um Verwaltung. Eigentlich gar nicht um geistliche Dinge, wenn man so sagen will. Aber das hat die Gemeindeleitung hier in Jerusalem begriffen. Wenn es Dinge gibt in der Gemeinde, die nicht in Ordnung sind und seien sie noch so weltlich, dann stört das den Frieden der Gemeinde. Dann ist das eine geistliche Angelegenheit. Denn Dinge, die den Frieden und das Zusammenleben stören, das sind geistliche Dinge, auch wenn man ganz vernünftig darüber nachdenken und ganz logische Erklärungen suchen muss. Bezeichnend, dass diese 7 Diakone, die dann gefunden, ausgewählt werden, die sich um die gerechte Verteilung des Essens auch an diese griechischen Witwen kümmern sollen, genau gleich angesehen werden wie die Apostel, die die Gemeinde leiten. Dass die Apostel, denen die Aufgabe für die Gemeinde zu beten und das Wort Gottes zu verbreiten, dass das ehrbare Männer sein müssen, angesehen, in gutem Ruf, dass sie voll Heiligen Geistes sein müssen, das erscheint uns irgendwie klar. Aber dass jemand, der die Suppenküche führt oder die Vesperkirche, dass der genau dieselben Anforderungen hat, das erstaunt einen vielleicht doch. Aber da wird deutlich, dass es in der Gemeinde Jesu, in jeder Aufgabe, die wir zu tun haben, egal ob sie nun sehr geistlich erscheint oder ganz weltlich erscheint, ob es nur um die Ordnung geht, dass das alles Aufgaben sind, die man aus einem Herzen, das Gott ehren will, geschehen muss. Dass das nicht nur ein Handlangerjob ist, den jeder tun kann, sondern zutiefst alles eigentlich eine geistliche Aufgabe. Ein glaubwürdiges Leben in der Nächstenliebe ist nicht eine nette Ergänzung unseres Glaubens an Jesus. Und das sei das Wesentliche und das andere, nun, da muss man eben auch danach schauen.
Die Gemeinde Jesu hat zwei Standbeine. Das eine ist die Verkündigung des Evangeliums und das andere ist die Diakonie. Und wenn man nur eins hat, dann fällt man böse auf die Schnauze. Die anderen, die ungläubige Welt, erkennt sehr schnell, ob wir nur fromm daherquatschen oder ob uns das wirklich bewegt, was wir glauben. Deshalb wird das hier ganz parallel formuliert und ganz gleichwertig. Die einen, die Apostel, die tun den Dienst des Wortes. Und für den anderen Dienst, die Suppenküche, wird genau dasselbe Wort verwendet. Sie tun den Dienst der Tische. Beides hat denselben Titel. Es ist ein Dienst, den man tut. Beide üben ein geistliches Amt aus. Auch die, die als Krankenschwester der Diakonie in die Häuser der Menschen gehen. Auch das ist Ausdruck des Glaubens, ein geistliches Amt. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn. Alles, was ihr tut. Oder alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir sollten wegkommen davon, dass wir unser Leben, auch unser geistliches Leben, trennen in weltliche Dinge und geistliche Dinge. Es kommt darauf an, dass wir alles, was wir tun, im Namen des Herrn Jesus Christus tun, für ihn aus Glauben heraus tun. Das ist das Entscheidende. Und dann auch das noch als etwas sehr Tröstliches, was hier deutlich wird in dieser Gemeinde. Nicht jeder muss alles tun und nicht jeder muss alles können. Und nicht jeder hat die Kraft, alles zu tun. Den Aposteln, diesen 12 heiligen Männern, die Jesus erlebt haben und ihm nachgefolgt sind, diese 12 Apostel, denen wächst das über den Kopf, dass sie das Wort Gottes verkündigen und für die Gemeinde beten sollen und dann auch noch dafür sorgen sollen, dass es in der Gemeinde gerecht zugeht. Interessant, wie das geistliche Amt definiert wird, beten und das Wort Gottes austeilen. Aber es wächst ihnen über den Kopf, beides zu tun. Nicht einer muss alles tun. Nicht einer ist für alles in der Gemeinde verantwortlich. Deshalb gibt es verschiedene Aufgaben und verschiedene Ämter. Und so werden die Aufgaben hier geteilt. Übrigens, wenn Sie es mal nachlesen wollen, im 4. Mosebuch wird bei Mose eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Auch er, dieser geisterfüllte Leiter des Volkes Israel, ihm wächst das über den Kopf, für die ganze Gemeinde zu sorgen. Auch da ist von einem Murren die Rede und auch da von einem vernünftigen Nachdenken, wie man das Ganze in den Griff kriegen kann. Sie können es mal in Ruhe nachlesen. Paulus benutzt im Korintherbrief das Bild vom Leib und seinen Gliedern. Er sagt, die Gemeinde Jesu, das ist wie ein Leib. Aber wir sind alle, jeder nur ein einziges Glied. Wir sind nicht der Leib. Der Leib, das ist die ganze Gemeinde. Das Haupt ist Christus. Jeder von uns hat eine Aufgabe, ein Amt, kann etwas, hat bestimmte Kräfte und die soll er einsetzen. Aber nicht jeder soll alles tun. Nicht jeder kann alles tun. Sondern es kommt darauf, dass wir uns abstimmen, dass jeder seine Begabungen und seine Fähigkeiten einbringt. Dann funktioniert der Leib Christi. Und da schiele ich nun doch etwas neidisch auf die Freikirchen. Denn bei den Freikirchen ist das eigentlich selbstverständlich, dass jeder, der an Christus glaubt, auch eine Aufgabe übernimmt. Dass er ganz selbstverständlich das, was er an Fähigkeiten, an Kraft, an Zeit hat, auch für die Gemeinde einsetzt. Da könnten wir noch etwas lernen, ganz bestimmt. Aber wenn Sie noch keine Aufgabe haben, kommen Sie nachher zu mir. Wir finden sicher irgendetwas. Es gibt ja die Möglichkeit, immer noch etwas besser zu machen. Es wird in dieser Gemeinde erzählt, als man dieses Problem so offen anspricht und das vernünftig regelt, dass das einen großen Zulauf findet. Viele finden neu zur Gemeinde hinzu, das überzeugt. Eine Gemeinde, die so lebt, die überzeugt andere. Und sogar die Priester, von denen sonst immer gesagt wird, dass sie sehr kritisch sind und gegen die Gemeinde arbeiten, sogar von den Priestern kommen welche zum Glauben und schließen sich der Gemeinde an. Das wäre interessant, wenn wir das leben würden, ob tatsächlich auch Leute, die
der Gemeinde kritisch gegenüberstehen, sich überzeugen lesen und sagen, ja, da merken wir, da ist eine Kraft, die größer ist als menschliche Kraft. Es wäre schön, lassen Sie es uns anpacken. Amen.